So. Dann 1, 2, 3, 4. Und die wachsen auch wirklich hier im Nähter. Das ist möglich, habe ich schon mal gemacht. Okay. Ha! Tatsache. Aber die Blätter sehen scheiße aus. Irgendwie ja. Ja, aber so kann man doch auch durch den Bedrock gehen, oder? Ja, das ist möglich. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch möglich ist. Muss man mal testen. Doch, es geht. Also ich habe schon gesehen, dass es geht. Auch in der 1.8er Version. Lust auf ein Experiment? Ja. Definitiv. So, dann holst du den erstmal wieder ab. Ja, ich helfe dir, so schnell ich kann. So, dann müssen wir halt bloß warten, bis dann die Setzlinge kommen, aber das macht ja nichts. Ja. Ich sammle das Holz auf. Ja, das ist das erste Mal, dass ich einen Baum im Nether fäll. Also nee, hier im Vanilla. Wollte ich gerade sagen, hör auf zu lügen. Ich erinnere nur an Sabiti. Ja, stimmt, ja. Ja, da gab es ja die lustigen Bäume, die explodiert sind. Boah, hör mir bloß auf, da habe ich mich erstmal so erschrocken, als das passiert ist. Weißjetzlinge habe ich schon. Brauchen aber noch zwei. Ja, ich habe noch gar keinen. Ich habe nur Holz. Wir können ja schon mal den Aufgang hochbauen. Wo macht man den hin? Also hier nicht, wo das Fenster ist. Wie wär's mit hier so ein Weg rauf? Hier so ein Weg rauf? Ja, hast du hier so eine Kreuzung. Ja, stimmt. Hier kann man dann noch Richtung Nether gehen. Ich würde sagen, dann hier. Aber auch ein Netzling. 3x3 auf jeden Fall. Hey. Gute Jan. Nee, das reicht also, schon. Ja, wir gehen ja hoch, nicht ja, rein. Ja, ich höre schon auf. Ja, gut, schön. So. Nee, ich mache jetzt hier bloß nochmal. Genau. So, warte mal, ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen Brickstone. Ansonsten, ich kann mir hier noch welchen machen. Zwei Stacks reichen erstmal. Soll ich mal einen neuen Baum nachpflanzen? Hast du 4 Setzlinge? Jo. Cool. Ereignis für Street, Digga. Baum im Nether gepflanzt. nee, den machen wir dann oben. Bedrock. Ach so, ja. Dachte, du wolltest jetzt hier nochmal einen nachhaben. Nö. Den machen wir dann oben, Bedrock. So, ich würde dann sagen, dass wir das dann. Ups, der war zu viel. So, und dann da die Leiter dran. Jo. Und dann hoch. Und dann ab da dann auch zu, würde ich sagen. Pass auf, ich steck mich hier hoch schon mal. Ja, okay. Ich mach dann schon mal die Leiter. Ah, dann kommst du auch wenigstens wieder runter. Ja. So. Dann kann man hier vielleicht sogar noch ein bisschen Glas einbauen oder sowas. Das wäre natürlich auch geil, ne? So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Auf welche Höhe soll das? Guckst du mal kurz unterm Bedrock, ne? Gut. Unterm Bedrock, das ist auch geil, ne? So, dat. Oh. Wo ist er denn? Ich bin so hoch. Ich habe jetzt irgendwie so Angst, dass ich gleich eine Lavaquelle anbohre. Na, hoffentlich nicht. Sonst haben wir ein kleines Problem. Wobei, die Leiter. Ja, du bist in Sicherheit. Du gehst nicht drauf. Ich weiß. Ist doch gut so. Ja, danke. Ach je. Ja, bei mir im Let's Play werden die ganzen Leute verheizt. Oh. Was denn? Bin schon mal im Metro. Ah, cool. Na, so. Nee, hoch. Geht es? Nee, geht nicht. Okay, ich muss so ein bisschen hoch. Dazu. Dann da und da. Hallo? Ich möchte jetzt auf jeden Fall gassicher haben. Ja gut, passt. Wunderbar. Also habe ich schon meinen Deckel drauf gemacht. Buch. Danke. Wie habe ich denn das hingekriegt? Leiter auf Leiter, dann passiert das. Okay. Da haben wir schon einen Bedrock, geil. Jo. Okay. Dann brauchen wir jetzt aber hier erstmal ein bisschen Platz, ne? Jo. Ich hoffe, dass der Baum auch nach oben wächst.
Ja, das könnte. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen runter, teilweise. Okay. Ja, gut, machen wir das mal. Noch eine? Ja, ich glaube noch, ne? Ja, ist besser. So. Bin ich echt mal gespannt, ob das auch so funktioniert. Wäre schon noch genial. Ja. So, probieren wir es mal hier. So, Erde habe ich dabei. Dann hier Setzlinge. Weil dann könnten wir uns nämlich viel, viel Arbeit ersparen, wenn das funktionieren würde. Nee, nicht wirklich. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Platz machen. Ja, das kann sein, ja. Jetzt, wenn du schon da bist, was hier, hatte ich mal, man kennt es ja Minecraft Ultra Hardcore. Nee. Das ist quasi halt Hardcore Minecraft. Ziel, Ender Dragon zu töten. Ja. Und Leben regeneriert gar nicht. Nur mit goldenen Äpfeln. Ah, doch, ja, ich hab mal da so ein Let's Play gesehen, ja. Ja, das hatte ich mal aus Langeweile gemacht und ich war dann in der Höhle. Hab dann ein bisschen nach Gold gesucht und war dann kurz vorm Abnippeln. Was mach ich? Ah. Ich habe keine Äpfel dabei, aber ich habe einen Eichensetzling. Bin in der Höhle, ist der Pflanze erstmal ein Baum. War nicht schlecht. Mhm. So, geht es jetzt? Ach, Mann. Nee. Ah. Vielleicht sind wir doch noch zu niedrig. Ist doof. Oder wir müssen vielleicht mal hier die Steine wegmachen, damit er nur den Bedrock sieht, weil den Bedrock kann er ja irgendwie durchbrechen, ne? Ja. Bloß die anderen Steine wahrscheinlich nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht wirklich. Na? Das ist ja schon auch nicht dran. Wo wird man denn das sein? Bitte? Einfach hochdecken. Ja. So, ich probier's nochmal. Nee, also. Eigentlich auch zu dunkel, ne? Kann das sein? Stimmt, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Nee, jetzt ist gleich der. Ja. Nee. Okay. Hier nicht. Okay, schade. Ja. Naja, also ich habe mir auf jeden Fall mal ein paar Koordinaten aufgeschrieben und ja gut, jetzt haben wir hier eine kleine Höhle. Ja, die baue ich jetzt mal ab. Jo. So. Ja. Können wir hier erstmal wieder so Dingens hinmachen. So, jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Die schon mal nicht. Die. In diese Richtung. Ja komm, machen wir das hier. So, 3x3. Machen wir aber erstmal so einen 2er-Gang, denke ich. Oder, ja, du kannst ja nebendran. Dann ja, ich komme schon mal vor. Und zwar müssen wir bis auf 1022. X oder Z? X. Also, es ist ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich merke das schon. 1022. Wäre natürlich. Was war das? Die Spitzhacke kaputt. Ja. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt da durch den Bedrock hätten gehen können, aber ja. Ja, wäre es einfacher, aber naja. Das wäre echt cool gewesen. Das habe ich noch nie gemacht. Müssen wir vielleicht mal angucken, ob das vielleicht noch anders geht, dass man vielleicht direkt unter Bedrock das setzen muss. Ich weiß aber auch nicht genau, wie das ging. Vielleicht ist es auch der falsche Baum dafür. Weiß man ja nicht. Kann ja gleich mal zurückgehen und eine Eichensetzung oder so holen. Ich glaube, Knochenmehl hast du ja noch, oder? Bitte? Knochenmehl hast du ja wohl noch. Ja, das werde ich genug haben, ja. Ich meine, ich habe ja da den Skelett-Spawner und so. Ja. So. Ich habe bloß die Befürchtung, dass wir auch gleich voll sind. Ich habe die Befürchtung, dass gleich meine Spitzhacken weg sind. Ja, gut, Eisen haben wir auch kein Problem mit. Notfalls geht's ans Gold. Ja. Genau, ja, klar. Mhm. Baust du 5 Blöcke ab, ist das Ding wieder weg. Ja, sagen wir 6. 6 Blöcke, ganz toll. Ja. Ja, immerhin schon 6 Blöcke von 1000. Ja. Wie viele brauchen wir dann? Rechnen wir aus. Ja, nee. Viele. Ja, gut ausgedrückt. Irgendwie so, also ich schätze mal so um die 180 rum. Könnte hinkommen. Ja, 180 mal 3, das sind 520, oder? Ne, 540, so rum. Ja, 540 Ingots habe ich nicht. Ah. Nicht wirklich.
Schade. Ja. Müssen wir eben nochmal was farmen gehen. Ja, genau. Oh, die nächste Spitzhacke kaputt. Mm. Ja, meine ist auch gleich wieder hinüber. Hey, wir haben es schon mal bis 190 geschafft. Hm, immerhin. Ja, das geht aber ratzfatz, ne? Ja, ich schon. Mit der Diamantspitzhacke wird es natürlich noch schneller gehen. Das ist wieder so ein Moment, wo ich mir einen Tickerskonstrukt wünsche. Das stimmt, ja. Jetzt so ein Hammer. Hm. Dann am besten noch Haste und was weiß ich was drauf. Elektrisch aufladbar. Ja. Ja gut, Elektrik ist hier ein bisschen... ja, okay. Dann eben Auto-Repair. Ja. Ach ja, ach ja, wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Ach komm, 250, 225 sind wir ja schon fast. Ja, ich bin schon 240. Das geht ja doch recht schnell. Ja. Wir könnten es eigentlich im Prinzip auch so machen, wir buddeln uns jetzt bis 1022 durch. Ja. Und wir machen da eine Speed-Aufnahme draus, ha? Können wir auch machen. Wir werden das... Könnte man machen. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann am Ende sind. Beziehungsweise ihr seht ja dann, dass wir hier durchbuddeln. Wir werden wahrscheinlich zwischendrin nochmal zurück müssen, um unsere Spitzhacken aufzufüllen. Und Netherstein abladen. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Okay. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann gleich wieder.